Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Ich weiß gar nicht, welche Folge. 164, kann das hinkommen? Ach nee, halt, wir waren schon bei 168. Das heißt, das müsste 168, 112, 19, 11, 12, 172 sein, kann das sein? Dann bist du. Entweder 178. Was? Nein. 172. Oder 164. Eins von den beiden. Okay, here we go. Ach nee, halt. Das da. Das da. So. Straße frei. Ach, da hinten war ein Unfall oder eine Verfolgungsjagd. Hier ist da hinten ein Polizeifahrzeug. Dafür war der Hubschrauber. Ich dachte schon, da wo wir geparkt haben, war irgendwas, weil er so ein bisschen off war, der Hubschrauber. Also nicht direkt über die Autobahn, sondern halt schräg daneben. Was auch logisch ist, weil der Kameramann kann ja nicht direkt nach unten filmen. Sondern muss ja immer so schräg aus dem Hubschrauber raus filmen. Ergo muss die Hubschrauber ein bisschen abseits sein. Das ist ein schöner Alter. Oh, wir fallen auf die Straße. Schöner Pickup. Haben jetzt meine Mosfeld eingestellt hier? Klingt sich gerade so komisch. Ne, doch, alles richtig. Wir sind auf Abwägen gekommen. Ist sowieso immer witzig, ne? Wie da immer steht Exit Only. Dabei ist das hier gar kein Exit-Only. Man kann auch hier wieder auf die Autobahn zurück. Jetzt muss einfach nur hier lang fahren. Bitte fahren Sie weg. Dankeschön. Und schon, voilà, fahr ich wieder auf die Autobahn rauf. Ah, von wegen Exit-Only. Ha! Ich meine, ich weiß, was damit gemeint ist, so. Es ist halt, dass man damit die Autobahn verlässt und man dann wieder auf normale Straßen kommt. So ist da frei, das ist frei. Aber man kann da auch wieder auf die Autobahn rauf. Also in den meisten Fällen. Gibt es natürlich auch Abfahrten, das ist nicht so gut gelöst. Da hast du dann zum Beispiel, wenn du denn hier so eine Straße. Na genau, hier zum Beispiel. Ne, wenn du hier runterfährst. Andersrum. Wenn hier, na genau, also hier würde es gehen. Hier kannst du wieder auf die Autobahn rauffahren. Aber wenn du hier zum Beispiel runterfährst, kommst du nicht wieder auf die Autobahn rauf, weil die Straße geht nur noch da. Und da ist dann nicht mehr Autobahn, ne? Das heißt, musst du mal genau gucken. Wobei ich eh nicht verstehe, warum die hier zwei Straßen haben. Du kannst einmal hier runter, nach da und dann nach hier abzubiegen. Und du kannst einmal hier... Ach Quatsch, das ist ja eine Auffahrt. Ich sag, genau, du kommst ja von da und fährst dann so rum, dass du dann nach da fährst. Ja. Wahrscheinlich für die, die keinen Bock haben, für die Kreuzung dahinter erstmal abzubremsen. Oder wenn er rot ist. Ja. Oh, wir fahren viel zu schnell. Warum diese? Da finde ich nicht in Ordnung. So, mittlerweile sieht der Tank aber relativ aufgebraucht aus. Ja. Sieht man ja da immer so schön, das Pfeilchen. Wir müssen also bald mal gucken, ob wir wieder relativ günstig irgendwie an der Tankstelle vorbeikommen. Vielleicht reizt sogar noch bis zur nächsten Schlafpause. Müssen wir mal schauen. Wow, wir haben ja $100.000. Wow. Warum diese? Was?
Auf jeden Fall müssen wir so ein 8, naja, 7 bis 8 Stunden pennen gehen. Bis dahin sollte der Sprit auch noch reichen. Können wir dann also gleich beide zusammen machen. Dann können wir auch gleich nochmal per App auf meine Bank zugreifen und da dann nochmal einen Kredit zurückgeben. Sorry. Voll die Drama Queen, wie gleich abbremst. Statt Gas zu geben, ja. Schöne Landschaft hier. Auch wenn da rechts der Berg ein bisschen abgeschnitten aussieht. Naja. Boah, Alter, das ist mal eine weitläufige Landschaft da hinten. Holy shit. Das ist gut ausgearbeitet hier. Zur rechten. Also zur linken auch allgemein hier. Holy shit. The fuck ist das cool. Boah, das ist mal eine schöne Landschaft hier. Richtig schön weitläufig, richtig schön ausgearbeitet. Nice. Das gefällt mir. What? Ah, da hinten wird auch gewässert. Nice. Ist natürlich schon gerade was Map Design angeht, natürlich schon echt schwierig, so Strecken zu bauen. Ich meine, so in der Kameraansicht geht es immer noch, weil du kannst halt nicht so weit gucken, weil deine Kamera relativ tief ist. Aber gerade, ich meine, dieses Spiel muss ja darauf ausgelegt sein, dass du alle von dem Spiel vordefinierten Kameras auch nutzen kannst. Gerade wenn du so guckst, dann kannst du halt schon sehr weit gucken. Und dann auch die Map so zu gestalten, dass es dann auch bis dahin gut aussieht, damit nicht sowas auftritt wie hier zum Beispiel, wo es dann ausgeschnitten aussieht. Wobei ich schätze mal, da muss er gerade nachladen. Ist schon schwierig. Wow, da hinten verschwinden erstmal Berge. So, ich sollte mal was trinken. Ja, das ist schon. Apropos Map-Design und so. Holy shit. Ich hab mir vorgestern Alaskan Road Truckers alias Alaskan Truck Simulator geholt. Einfach nein. Das Spiel ist so schlecht. Holy shit, ist das schlecht. Also da ist einfach alles schlecht. Erstens mal, ich weiß nicht warum, aber ich dachte vielleicht, da ist auch so ein bisschen Wirtschaftsaspekt mit drin, so wie hier, das halt, weil im Trailer stand überall, oh, gründen Sie eine Firma, werden Sie reich, wenn Sie, muah. Ja, du kannst aber gar keine Mitarbeiter einstellen und so, du kannst gar keine, ja, also, du kannst halt nur LKWs für dich kaufen, so, Mitarbeiter, wie gesagt, gibt's keine. Ich habe auch nicht mal gesehen, dass du dir irgendwie Auflieger holen kannst, sondern wirklich nur LKWs. Was halt schon mal Abwechslungsreichtum super in den Keller schießt. Weil, ja, alles, was du im Spiel machen kannst, ist dir LKWs kaufen, weil aufrüsten habe ich da jetzt auch nicht so viel gesehen. Also wirtschaftsaspektmäßig super schlecht. Oh, ich habe gar keine Rückspul mehr.
Entschuldigung. Ich sollte mal meine... Ach ja, weil ich vorhin in der anderen Kamera drin war, ne? Was wollte ich jetzt gerade? Das hier. Ja, also wie gesagt, Wirtschaftssimulator aspektmäßig komplett Katastrophe. Der ist, du hast da auch einen Skillbaum. Das heißt, du hast da so verschiedene Punkte, die du ausgeben kannst, damit du dann deine Fähigkeiten verbessern kannst als Fahrer. Dann hast du aber auch noch einen Fähigkeitenbaum als Mechaniker. Und dann hast du auch noch ein Führerscheinsystem, wo du A, B, C, D Führerschein hast. Aber du findest nicht genau raus, für was du welche Punkte wie bekommst. Also das ganze Skillsystem super unübersichtlich. Ich habe da mittlerweile 4-5 Stunden gespielt und blick da immer noch nicht durch. Oh, ich hätte abbiegen müssen. Oh ja. Also das auch schon mal komplett Katastrophe. Und dann halt die Map. Die Map ist natürlich super klein. Aber ich meine, als die ATS jetzt als Beispiel rauskam, das ist ja so das perfekte Gegenbeispiel, als ATS damals rauskam, da gab es ja dann auch relativ schnell das Problem, dass die Anfangsmap relativ klein war, weswegen dann relativ schnell auch noch zwei kostenlose DLCs rauskamen, um die Map zu erweitern. Und am Anfang bestand ja die Map in ATS nur aus diesem Bereich hier. Also hier schön von dieser Linie bis zu dieser Linie hier runter. Und dann kam noch relativ schnell das Gebiet und das Gebiet kostenlos dazu. Aber man sieht ja, man hat selbst hier hat man mehrere Strecken. Du hast hier direkt am Fluss eine, du hast hier eine, du hast da eine. Ist also schon relativ verzweigt hier. Und wie gesagt, dann kann man noch zwei DLCs relativ schnell hinterher, womit das Ganze doch schon wesentlich mehr verzweigt war. Und Alaskan World Truckers hat nach 5 Jahren Entwicklungszeit kein vernünftiges Straßennetz. Du hast halt unten so einen Kreis und dann geht nach oben hin so eine Straße weg. Das war's. Also Straßenvielfalt gleich null. Wobei die gesamte Map auch super langweilig aussieht. Ich meine, hier guckt mal, Bäume in Berge, Häuser, ne, ein bisschen ausgebaut da. Bei Alaskan hast du nicht nur, dass du nur Wälder hast, was ja auch irgendwo natürlich ist, weil ist in Alaska ist nun mal nur Wald so. Aber selbst der Wald sieht überall gleich aus. Also du hast wirklich vielleicht 10 Bäume, die einfach immer wieder kopiert wurden. Keinerlei Zufall, keinerlei Geröll oder sowas. Keine Pflanzenansammlungen, dass du hier einen Buschcluster hast. Dort hast du eine Lichtung, dort hast du ein bisschen mehr Wald, ein bisschen mehr Bäume. Nichts. Alles gleich. Sieht alles gleich aus. Und das Schlimmste an dem gesamten Spiel ist die Physik. Oh mein Gott, haben sie die Physik verkackt. Like, du hast literally kein Spielspaß. Also Maussteuerung, so wie ich spiele, gibt es gar nicht. Sondern nur Tastatur. Und ein LKW fährt sich super behindert. Du kannst nicht die ganze Zeit auf Vollgas bleiben. Also, wenn du mit Tastatur spielst, dann kannst du ja nur die W-Taste drücken oder nicht drücken. Also, Problem ist, wenn du die W-Taste einfach gedrückt hältst, um einfach zu beschleunigen, sobald der Motor ans Ende seiner Drehzahl kommt, flackert der nur noch rum. Klingt super behindert. Ja, also, ja, wie gesagt, also. Ich meine, ich habe mir das Spiel ja gekauft. Aber ich muss noch wirklich warten, in der Hoffnung, dass das noch sich in den nächsten Monaten, Jahren bessert. Weil wie gesagt, das Problem ist, selbst wenn jetzt wirklich die Route gehen und noch ein paar DLCs rausbringen für weitere Streckenerweiterungen, wobei ich fest der Meinung bin, muss kostenlos sein, weil das Spiel ist, so wie es jetzt ist, komplett unfertig. Jetzt nur noch für DLCs Geld zu verlangen, wäre Frechheit as fuck. Wenn sie es tun, werde ich damit erstmal warten. Weil wie gesagt, selbst wenn die Map größer wäre, das Spiel ist auch so aktuell einfach unspielbar. Weil du hast keine Langzeitfreude, weil alles, was du machen kannst, ist LKW kaufen. Was halt, ja, nicht so geil ist, weil du hast da wieder kaum Auswahl.
das gesamte Skilling-System ist eine Katastrophe. Also, selbst wenn die Map größer wäre, das Spiel macht einfach trotzdem keinen Spaß. Vor allen Dingen halt wegen der Physik. Und dann ist alles andere noch super buggy. Also die ganzen NPCs, die da rumfahren, die reagieren auf gar nichts. So, die fahren dir einfach komplett überall rein. Die scheinen auch sonst auf alles einen Fick zu geben. Die bauen auch andauernd untereinander Unfälle. Deswegen, also Alaskan Road Trucker ist echt eine Enttäuschung. Das, so wie es aktuell ist, unspielbar. Ich habe auch schon, damit ich überhaupt, also ich hätte schon nach einer halben Stunde aufgegeben, oder sagen wir mal, nach einer Stunde hatte ich schon keinen Bock mehr. Und deswegen habe ich dann nach einer Stunde auch den Verkehr ausgeschalten. Damit ich wenigstens alleine fahren konnte. Ja. Ja, wie gesagt, selbst da. Schwierig. Und das ist halt das Krasse an. Ja, wie viel Hoffnung man da reingesteckt hat. Und ich meine, wie gesagt, die hatten ja 5 Jahre Zeit. So. Und Hand aufs Herz, die Trailer, die die Entwickler vor 5 Jahren gezeigt haben, zu dem, was jetzt vor einer Woche rauskam, also laut meinem Empfinden ist das, was jetzt vor einer Woche rauskam, sogar schlechter als das, was vor 5 Jahren in den Trailers gezeigt wurde. Von mir auf jeden Fall ein klares Do not buy. Ja. Und ey, ich bin auch nicht alleine mit der Meinung. Ja. Ich hab dann auch, nachdem ich so enttäuscht war, mal so guckt bei YouTube nach anderen Rezensionen, nach anderen Let's Plays, die so es gespielt haben. Also es gibt zig Milliarden Videos auf YouTube sogar, die sagen, nicht kaufen. Also ich bin nicht der Einzige, der super enttäuscht ist. Aber vor allem, du merkst halt auch, es fehlt an Abwechslung. Du siehst halt alle Let's Plays, die es auf YouTube gibt von dem Spiel. Die machen alle exakt das Gleiche. Weil es gibt halt auch nichts anderes. So, wenn du bei RTS anfängst, du kannst dir aussuchen, in welcher Stadt du beginnst. Du hast direkt diese ganzen schnellen Aufträge, wo jeder Auftrag unique ist. Du hast verschiedene LKWs, du hast verschiedene Auflieger. Ja, das Spiel ist von Anfang an abwechslungsreich. Bei Alaskan Road Truckers keine Chance. Da ist überhaupt nichts abwechslungsreich. Und das musst du erstmal schaffen. Also, ja. Ich meine, ich hatte eh nicht viel Hoffnung drin in das Spiel, muss ich dazu sagen. Ich habe schon von Anfang an gesagt, dass Alaskan Road Truckers niemals auch nur annähernd an RTS rankommen wird. Alleine wegen der Map. Ne? RTS hat halt schon eine viel längere Entwicklungszeit hinter sich. Außerdem basieren sie auf die Engine von ETS. Das heißt, wenn man mal gucken möchte, wie das Ganze so angefangen hat, muss man eigentlich mal gucken, wie sich der Euro Truck Simulator am Anfang entwickelt hat. Ja? Aber auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, Alaskan Road Trucker hatte halt mittlerweile 5 Jahre Zeit. Heutzutage haben sie auch viel mehr Möglichkeiten, weil ATS und ETS 2 und die ganzen Sachen, die basieren ja auf einer komplett eigenen Engine. Das heißt, SCS Software musste alles von der Schippe auf selbst entwickeln. Alaskan Road Truckers auf der anderen Seite nutzen ja die Unreal Engine. Ich glaube, der Version 4 oder so. Das heißt, sie haben bereits eine Engine. Die müssen also nur, in Anführungszeichen, das Spiel da drauf entwickeln. Und ja, das heißt, die hatten also die gesamten 5 Jahre wirklich für Spielentwicklung. Da war nichts mit Engine-Entwicklung, weil, wie gesagt, das ist ja Unreal Engine. Also. Und dann nach 5 Jahren nur so wenig abzuliefern, das ist halt wirklich traurig. Dann hast du auch so ganz simple Logikfehler. Also die haben wir zum Beispiel damit angegeben, dass du halt gerade beim Ankuppeln und so
dass es richtig realistisch ist. Du musst die Stützen einfahren, dann musst du die Kupplungsregelung betätigen, dann musst du die Kabels und Schläuche anschließen. Und in der Praxis ist das alles scheiße. Nicht nur, dass es nach spätestens 5 Aufliegern an- und abkuppeln, wurde es langweilig, so dann war es nur noch nervig. Und es funktioniert auch nicht mal richtig. Na? Wenn du die Stützen eingefahren hast und dann was anderes machen möchtest, sagt er, nee, kannst du nicht machen, du musst die Stützen erst einfahren. Ey, yo, Dude. Was habe ich denn gerade gemacht? Also nochmal zu den Stützen gehen, nochmal ein bisschen ausfahren, um sie nochmal einzufahren. Dann funktioniert es auf einmal. Und dann auch so wirklich grafische Blödheiten. Zum Beispiel hast du ja hier, du hast 3 verschiedene Stränge. Ja, das heißt, du hast in der Regel immer 2-mal Druckluft und einen Kabelstrang. Bei den Aufliegern hast du gar keine Druckluft. Du hast 2 Kabel, einmal rot, einmal grün. Die haben beide Stromstecker dran. Das heißt, du hast 2-mal Strom, obwohl normale LKWs nur 1-mal Strom haben. Spezialsachen ausgenommen, aber so der typische. Im typischen Fall hast du normalerweise nur 1-mal Strom und 2-mal Druckluft. Wie gesagt, die haben 2-mal Strom und gar keinen Druckluft. Du hast 2 Stecker mit Pins. Okay? Aber wenn du die Stecker reinsteckst, hast du ein Luftdruckgeräusch bei beiden? Okay. Ich verstehe schon, ne? Realismus, mhm. Ich habe 2-mal Elektrik, kein Druckluft, aber die beide Elektrik klingen wie Druckluft. GG. Nach 5 Jahren Entwicklungszeit. Wie gesagt, was... Ich wusste, wie gesagt, von Anfang an, dass ich davon nicht viel zu erwarten habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe es ja hier auch im Let's Play schon ein paar Mal gesagt, dass ich mit Alaskan Worldtruckers nicht viel zu tun haben werde. Aber selbst diese niedrige Erwartung wurde noch weit untertroffen. Das ist traurig. Wie gesagt, wer von euch gerne mal Lust hat, da reinzuschnuppern, meinetwegen. Wie gesagt, ich habe auch die 20 Euro ausgegeben. Aber... kommt mir nicht an mit, ich habe euch nicht gewarnt. Na? Oh, hier ist so schön bergab, Alter. Sorry, ich muss einfach mal speeden hier. Das ist so eine schöne Strecke, die sich genau dafür prädestiniert ist. Holy shit. Ja, wie gesagt, sowas hier wie hier findest du halt in der Lethal Motorcars gar nicht. Und vor allen Dingen, ich persönlich bin ja... Wie das da mit den Jahreszeiten funktioniert, habe ich auch noch nicht so ganz herausgefunden. Und für so lange, wie du spielst, hast du immer die gleiche Jahreszeit. Aber wenn du dein Spiel mal beendest und dann mal das Spiel wieder danach später mal wieder startest, dann hast du auf einmal eine andere Jahreszeit oder irgendwie so. Dann springt sie quasi weiter. Habe ich das Gefühl. Also ganz genau bin ich mir aber auch nicht sicher. Auf jeden Fall, während ich gefahren bin, war die ganze Zeit Frühsommer. Also ne, so Spätfrühling, Frühsommer. Das heißt, ich habe von Schnee und so nicht viel gesehen. Aber ich habe dann später als ich dann auf YouTube die Let's Plays geguckt habe, habe ich dann gesehen, wie schlecht der Schnee implementiert ist. Also erstens mal optisch Vollkatastrophe. Also überall, wo noch Frischschnee ist quasi, sieht es ordentlich aus. Aber da, wo du selbst lang gefahren bist, sieht es aus wie Grafikfehler.
Ah, es sieht so hässlich aus, dass du denkst, es ist ein Grafikfehler. Und die Physik, die ja so schon schlecht ist. Holy shit. Also ich habe schon beim Zugucken bei dem Let's Play von dem Meeting auf YouTube mitgelitten. Ich glaube, hätte ich, also wenn ich dann irgendwann mal wieder das Spiel spiele und im Winter lande. Rage Quitting pur. Das... Ne. Das hat dann mit Physik nichts mehr zu tun. Gar nichts mehr. So, da unten ist gerade eine Tankstelle und Rastplatz. Das heißt, wir fahren da direkt mal hin. Denn hier in der Steppe ist es relativ weitläufig. Das heißt, die Frage ist, ob wir irgendwann mal später noch was anderes, eine weitere Tankstelle, Rastplatz finden werden. Von daher... Nehmen wir einfach mal die hier. Ich würde sagen, machen wir aber in der nächsten Folge. So. Ja, denn ich muss unbedingt was trinken. Da hat die so schon trocken im Mund. Und dann labe ich auch noch die ganze Zeit über Elektro-Rotpackers. Jetzt ist mein Mund einfach Schleifpapier. Bis dann.